Heute geht es um das Thema Steuern. Die wenigsten von uns zahlen Steuern ja wirklich gerne. Aber wie hoch die Bereitschaft ist, Steuern zu zahlen, hängt auch stark vom jeweiligen Steuersystem ab. Und das ist von Land zu Land sehr unterschiedlich. Und genau darum geht es in unserem heutigen Podcast-Interview. Wie sieht ein gutes Steuersystem aus? Kann das Schweizer Steuersystem ein Vorbild zum Beispiel für Deutschland sein? Du hörst den Deloitte Future Talk. Mein Name ist Michael Kramp. Deloitte Future Talk. Innovation, Transformation, Leadership, Disruption, Growth. Let's talk about the future. Wie man ein Steuersystem ausgestaltet, damit es den Bürgern den größten Mehrwert bringt und von den Steuerzahlern auch als fair wahrgenommen wird, ist von einer sehr großen Bedeutung. Wir haben hier in der Schweiz ein international sehr wettbewerbsfähiges Steuersystem, das von vielen auch als Vorbild für andere Länder gesehen wird. Aber kann man die Vorteile eines Systems wirklich so leicht auf ein anderes übertragen, zum Beispiel auf das Steuersystem in Deutschland? Das ist eine der Fragen, die ich mit Professor Reto Völme von der Universität St. Gallen gleich besprechen werde. Er wird uns die größten Unterschiede zwischen dem schweizerischen und dem deutschen Steuersystem erläutern. Er wird uns erklären, warum Steuerwettbewerb ein gutes Instrument ist. Und wir werden unter anderem auch erfahren, warum der Schweizer Stimmbürger tatsächlich alle 15 Jahre sogar darüber abstimmen kann, ob der Bund überhaupt Steuern erheben darf. Reto Völme ist seit 2011 Professor für internationale Wirtschaft an der Universität St. Gallen. Vorher war er 4 Jahre Professor für Makroökonomie an der Universität Bern. Vorher war er unter anderem auch in Forschung und Lehre an der Uni Zürich und dem MIT tätig. Und neben Steuern sind seine weiteren Spezialgebiete unter anderem internationaler Handel und Wachstum und Verteilung. Und Reto gehört auch nach dem Ökonomen-Ranking der Neuen Zürcher Zeitung zu den Top 20 Ökonomen des Landes. Viel Spaß beim Gespräch. Ich grüße euch heute aus der wunderschönen Stadt St. Gallen, genauer gesagt von der Universität St. Gallen, kurz auch HSG genannt. Und mir gegenüber sitzt Professor Reto Völme. Reto, willkommen zu unserer Podcast-Show. Willkommen auch von meiner Seite, Michael. Es freut mich sehr, dass wir heute das Interview zusammen machen können. Reto, wir sprechen ja heute über ein Thema, welches eigentlich fast alle Menschen betrifft, früher oder später zumindest, nämlich Steuern. Und es gibt ja diesen Spruch, es sind vor allen Dingen 2 Sachen im Leben sicher, nämlich der Tod und das Zahlen von Steuern. Zahlst du eigentlich gerne Steuern? Ja, wenn ich ehrlich bin, so gerne zahle ich selber Steuern nicht. Ich meine, es ist doch immer eine große Geldrechnung, die man einmal im Jahr oder zweimal im Jahr in der Schweiz zahlen muss. Aber man zahlt lieber Steuern, wenn man wenigstens weiß, wofür es verwendet wird. Genau, und da kommen wir dann gleich noch ein bisschen im Detail zu sprechen. Unsere Hörer sitzen ja größtenteils in der Schweiz und auch in Deutschland. Das sind 2 Länder, die ja, sage ich mal, einiges gemeinsam haben, aber beim Steuersystem gibt es doch sehr viele Unterschiede. Was sind denn die größten Unterschiede zwischen dem schweizerischen und dem deutschen Steuersystem? Die Länder sind ja eigentlich recht ähnlich, beide Länder. Deutschland und die Schweiz sind Bundesstaaten. Von dem her würde man erwarten, die Steuersysteme wären ähnlicher, sind sie aber nicht. Ich glaube, der Hauptunterschied für einen deutschen Hörer zwischen dem Schweizer und dem deutschen System ist sicherlich der, dass die einzelnen Gliedstaaten, also bei uns die Kantone und die Gemeinden, eigene Steuerkompetenz haben. Das heißt, wenn Sie in der Schweiz wohnen, zahlen Sie Bundessteuern. Sie zahlen Kantonsteuern, sie zahlen Gemeindesteuern, sie zahlen auch Kirchensteuern, wie Sie das in Deutschland auch kennen. Und diese Steuern können dann sehr differieren, weil der Kanton kann für seine Bedürfnisse eine höhere oder tiefere Steuer verlangen. In Deutschland gibt es ja diese Unterschiede der Steuern nur in einem sehr beschränkten Maß, wie beispielsweise der Grundsteuer. In der Schweiz aber ist sie eben die Steuerkompetenz und die Steuerhoheit des Gliedstaates viel höher. Stellen Sie sich vor, Sie leben in einer Gemeinde mit 5000 Einwohnern, da stimmen Sie jedes Jahr über die Steuerhöhe ab und sehen nüchtern den direkten Bezug zum
vielleicht das Schulhaus, das neu geplant werden muss, oder zu neuen Straßenprojekten. Und danach ist nicht der Bezug zwischen Steuern, die zu erheben sind, und den möglichen Leistungen, ist viel, viel klarer. Das heißt, es findet eine stärkere Diskussion auch statt. Das heißt, welche Steuern in welcher Höhe sind notwendig und für was letzten Endes das Geld dann verwendet wird. Habe ich das richtig verstanden? Genau, weil die Diskussion findet auf mehreren Ebenen statt. Sie finden eben auf der Stufe der Gemeinde statt, wo man eben über Infrastruktur, Jugendtreffs, solche Sachen diskutiert. Aber sie findet, das ist vielleicht ein zweites Spezifikum, auch auf kantonaler und auf Bundesebene statt, weil man direkte Volksabstimmungen über diese Themen oft ansetzt, entweder als Initiative, also seitens der Stimmbürger, oder als Referendum, dass eine Vorlage selber vor das Volk kommen muss. Und auch da sind die Themen, wie soll ich die Steuerpolitik ausgestalten und wie hoch die Steuern sein sollen, sind automatisch im politischen Prozess viel stärker präsent. Gibt es einen Zusammenhang, vielleicht auch bekannt aus der Forschung, dass eine höhere Mitbestimmung der Bürger bei den Steuern automatisch zu einem niedrigeren Steuerniveau führen? Es gibt verschiedene Studien, die betonen, dass eine höhere Mitbestimmung zu mehr Transparenz und auch mehr Ehrlichkeit, wie man es auch immer messen versucht, führt. Weil einfach das Verständnis, warum man Steuern zahlt, wofür man Steuern zahlt, höher ist. In Tendenz ist es auch so, dass mit mehr Mitbestimmung und vor allem einer kleinräumigeren Steueraufteilung, dass dann die Höhe der Steuern tiefer ist. Der Grund liegt darin, einfach zu suchen, dass, wenn Sie es auf einer, wenn Sie können es mit einer Firma vergleichen, wenn Sie Subsidiaritätsprinzip, so wird es in der EU genannt. Wenn Sie auf Ihrer Ebene über die Steuern entscheiden, dann ist die Kongruenz von Verantwortlichkeit und Auskompetenz ist viel besser gegeben. Und das führt euch automatisch zu einem haushälterischen Umgang. Während wenn Sie auf einer sehr weit oben entscheiden und dann über Geld von anderen entscheiden, etwas böse gesprochen, ist automatisch natürlich der Druck auf den Geldbeutel weniger stark und dann ist es schwieriger, auch Mehrheiten zu finden, die sagen, okay, wir müssen haushälterisch umgehen mit den Steuergeldern. Jetzt hast du, Reto, einen wichtigen Punkt genannt, die Konkurrenz. In der Schweiz herrscht ja innerhalb des Landes ein großer Steuerwettbewerb, eben sowohl zwischen den Kantonen, also das Äquivalent zu den Bundesländern in Deutschland, als auch den Gemeinden. In Deutschland kennt man einen inländischen Steuerwettbewerb eigentlich nicht. Was sind für dich nochmal kurz Pro und Contra eines Steuerwettbewerbs und vor allen Dingen auch in dem Zusammenhang häufig die Kritik, die kommt, dass die Gefahr besteht, Race to the Bottom, das heißt, genau, wenn alle konkurrieren, dass jeder die Steuern immer niedriger setzt bis zu einem Punkt, wo es wahrscheinlich problematisch wird. Genau, das ist ein, eben wenn wir auf die Unterschiede dann eben nochmal zu sprechen kommen, die Tatsache, dass natürlich jeder Kanton, jede Gemeinde die Steuern selber festsetzt, führt durch zu einer unterschiedlichen Steuerbelastung. Anders als in Deutschland, wo über den Länderfinanzausgleich die Steuern in Bayern oder in Mecklenburg-Vorpommern dieselben sind. Der Steuerwettbewerb hat natürlich einerseits den riesigen Vorteil, dass er wirklich Anreize bietet für einen Kanton jetzt in der Schweiz, gute öffentliche Dienstleistungen anzubieten, eine gute Infrastruktur zu machen, interessant zu sein für Leute, die da wohnen, für Firmen. Weil wenn natürlich der Nachbarkanton plötzlich eine effiziente Verwaltung hat, tiefe Steuern, also nicht nur die Steuern, sondern auch andere Komponenten, würden nicht dann Firmen vielleicht in den Nachbarkanton abwandern. Und dieses Wettbewerbsgedanke, wie man ihn auch aus der Firmenwelt leicht kennt, führt durch dazu, dass die Qualität und auch die Bürgernähe wahrscheinlich der öffentlichen Dienstleistung besser wird und natürlich eben auch bei den Steuern, dass natürlich das Ausgabengebaren eingedämmt wird. Weil einfach automatisch es gibt kein Steuerkartell, oder im gewissen Sinne. Man kann schon höhere Steuern setzen, aber nur zu einem gewissen Grad. Auf der negativen Seite natürlich, wie du richtig ansprichst, kann es natürlich dann, könnte es ja sein, dass einfach dann man versucht dann
Steuersubstrat vom Nachbarn abzujagen und danach am Schluss werden beide auf einem Niveau, das nicht mehr nachhaltig ist, weil die Steuereinnahmen nicht ausreichen, um grundlegende Ausgaben für Bildung, Verkehrsinfrastruktur zu finanzieren. Wenn man auf die Zahlen schaut, ist das erstens mal nicht eingetreten in der Art. Und das Zweite ist, den reinen Steuerwettbewerb kennen wir in der Schweiz auch nicht. Auch in der Schweiz haben wir einen Finanzausgleich zwischen den Gliedstaaten, also das heißt bei uns der nationale Finanzausgleich, der ebenfalls diese Unterschiede eindämmt. Einfach nicht zu 100% wie in Deutschland. Aber auch in der Schweiz ist es so, wenn ein Kanton beispielsweise seine Steuern übers Maß senken würde, würde er irgendwann fast mehr in diesen Finanzausgleich einzahlen, als er an neuen Steuersubstrat erhält. Der Finanzausgleich in der Schweiz bietet also einfach einen Spielraum, oder eine, wo man die Steuern unterschiedlich festlegen kann, aber auch der ist nicht unbegrenzt. Von dem her ist es also gut möglich, mit einem Steuerwettbewerb zu leben, aber eben die negative Nebenerscheinung eines möglichen Race to the Bottom einzudämmen oder zu verhindern. Die Schweiz zeigt das sicherlich durchaus, dass es nicht so ist, dass, wenn es um die öffentliche Infrastruktur geht, ein Race to the Bottom stattgefunden hätte. Die Infrastruktur und auch die Bildungsqualität ist ja sicherlich in allen Kantonen auf einem sehr guten Niveau, sicherlich auch vergleichbar mit Deutschland. Also es ist eine gewisse Selbstregulierung dann schon mit dabei und ist jetzt nicht wie in Deutschland, wo man teilweise das eigentlich fast ein bisschen wie eine Subvention rüberkommt, ein Finanzausgleich, der quasi fast automatisch fließt. Richtig. Ich meine, natürlich, die Finanzausgleichsdiskussion, wie in Deutschland, ist in der Schweiz natürlich auch kontrovers geführt. Ich meine, es ist bloß immer eine politische Entscheidung, wie stark dieser Ausgleich sein soll. Ich meine, in Deutschland ist das wahrscheinlich zwischen den Bundesländern akzeptiert, obwohl natürlich auch diskutiert, dass man die gleichen Steuern hätte. Aber Deutschland diskutiert ja sicherlich mit Werbe, wie stark der Finanzausgleich beispielsweise innerhalb der EU sein soll. Dort ist es ja auch nicht hundertprozentig verständlich. Und das Ausmaß dieses Finanzausgleichs ist klar eine politische Diskussion. In der Schweiz genau gleich. Natürlich Geberkantone wie Zürich, also die finanzstarken Kantone, oder Zug, würden ihn natürlich lieber stärker limitieren. Die Nehmerkantone, typischerweise haben natürlich das System, wie es jetzt ist, sehr gerne oder würden das noch gerne ausbauen. Reto, zu einer Besonderheit hier in der Schweiz, was wenige außerhalb der Schweiz kennen. In der Schweiz hat ja der Bund nur ein befristetes Recht, die direkte Bundessteuer und die Mehrwertsteuer zu erheben. Und es sind immerhin ca. 2/3 der gesamten Bundeseinnahmen. Und wenn diese Frist ausläuft, kommt es zu einer Volksabstimmung, bei der das Volk dann dem Bund dieses Recht wieder neu erteilen kann, aber eben nicht muss. Also direkter geht Demokratie wahrscheinlich nicht. Die letzte Abstimmung war in diesem Jahr im Herbst und 84% haben zugestimmt, dieses Recht zu verlängern. Also viele Nichtschweizer finden das sehr erstaunlich, dass der Schweizer Staat über so etwas Fundamentales überhaupt abstimmen lässt. Denn quasi riskiert er dadurch ja, dass seine Steuerhoheit stark eingeschränkt wird, wenn das Volk plötzlich mal Nein sagt. Warum gibt es eigentlich diese Regelung? Ja, die Regelung ist tatsächlich erstaunlich und ich denke in dieser Art, ich hatte auch kurz das verglichen, in dieser substanziellen Art eigentlich einzigartig unter Industrieländern. Warum gibt es diese Regelung? Ich meine, deine Frage deutet das gerade ein bisschen an. Der Begriff Steuerhoheit ist natürlich im schweizerischen Verständnis, geht er zunächst mal vom Volk aus. Das Volk bestimmt ja selber, dass es den Staat organisieren will und ihm natürlich nach Mittel zur Verfügung stellt. Vielleicht, wenn ich das ausholen darf, oftmals wird ja auch werden Volksentscheide über Steuern kritisiert, im Sinne, dass das Volk halt oftmals unverantwortlich handeln würde. Und dann werden vielleicht gerne ein Beispiel genommen wie in Kalifornien, wo die Steuern einfach gesenkt wurden und dann automatisch natürlich dann das Budget unausgeglichen war und mit entsprechenden negativen Konsequenzen. Die Schweiz hat hier, nicht, dass es in der Schweiz immer perfekt laufen würde, aber hat hier einen etwas pragmatischeren Ansatz. Wir stimmen über Steuern ab, jetzt auf Stufe Kanton oder Gemeinden, aber immer, wenn wir das tun, ist es in einer Versammlung, wo wir zusammen über Ausgaben und Einnahmen abstimmen. Somit ist das Volk direkt gezwungen, das Budget in der Gesamtheit anzuschauen.
und kann nicht quasi einfach, natürlich kann separat ein Antrag eingebracht werden, aber man kann nicht einfach dann separat über die Steuern reden, ohne dass gleichzeitig auch davon gesprochen wird, also auf Ausgabenseite. Also die Konsequenzen werden relativ klar dargelegt. Die Konsequenzen werden relativ klar dargelegt. Man kann sagen, okay, ich senke jetzt die Steuern um 5%, das heißt jetzt, weiß ich nicht, 100 Millionen weniger Einnahmen pro Jahr, bedeutet aber dann diese Einschnitte. Und dann ist das ein politischer Entscheid, was ich tun soll. Weil, gerade zum Beispiel auf Gemeindestufe, wo ja tatsächlich über die Steuern dann in einer direkten Versammlung entschieden wird, die Gemeinden sind verpflichtet, auf der anderen Seite ein, zumindest in der Mittelfrist, ausgeglichenes Budget vorzulegen. Das heißt, sie können gar nicht, sie sind durch Regeln verhindert, dass sie eben, dass das kalifornische Beispiel eintrete. Und darum ist in der Schweiz grundsätzlich ein großes Vertrauen da, dass eigentlich das Volk oder eine große Gruppe von Stimmberechtigten auch Steuervorhaben von einer großen Tragweite bestimmen kann. Um auf deine Frage jetzt einzugehen, neben dieser lustigen Abstimmung auf Bundesebene über die erste Steuerkompetenz, wie oft ist es natürlich historisch begründet? Der Bund hatte ursprünglich nur Zolleinnahmen als Hauptsteuereinnahmen, als er gegründet wurde 1848. Logischerweise ist die Ergiebigkeit dieser Steuern beschränkt. Es brauchte dann den Zweiten Weltkrieg und die außerordentlichen Kriegsausgaben, dass es über die sogenannte Wehrsteuer eine außerordentliche Steuer eingeführt wurde, um eben das zu finanzieren. Aber weil es eben außerordentlich war, musste das Volk dies genehmigen. Dass man die Zustimmung erhielt, für das braucht es eine Befristung und somit ist die Befristung seither geblieben. Alle Versuche, diese Befristung aufzuheben und ewig zu schaffen, sind gescheitert. Okay. Und somit stimmen wir alle 15 Jahre, letztes Mal war es im 03, jetzt heuer im 2018, über das ab. Du hast richtig gesagt, 84% haben, ich habe das selber auch unterstützt, haben zugestimmt. Aber es hat eben trotzdem immer einen Effekt, dass im Vorfeld wird nochmals wieder mal die ganzen Bundesausgaben auf den Prüfstand gestellt, gefragt, ist dieses Steuersystem so sinnvoll? Es zwingt einem im politischen Prozess, wenn es auch nur alle 15 Jahre ist, die Sinnfrage nochmals zu stellen. Und das, also dieses Ablaufdatum heißt, dass man eben das gegebene System wieder einmal hinterfragt, sonst würde man das wohl kaum tun im politischen Prozess. Ja, das fällt mir als Ausländer, der schon sehr lange hier lebt, wirklich auf, dass aufgrund dieser regelmäßigen Abstimmung, natürlich nicht nur bezüglich Steuern, dass die Schweizer Bürger sehr gut informiert sind und über viele Themen wirklich mitreden können, weil das eben eine gewisse Tradition ist und solche Abstimmungen das natürlich entsprechend fördern. Da hast du sicherlich recht. In Deutschland wird häufig argumentiert, dass solch ein Steuersystem, wie es die Schweiz hat, eigentlich eher nur für kleinere Volkswirtschaften eine Option sei. Was sagst du dazu? Es liegt mir natürlich fern, jetzt einen direkten Ratschlag für Deutschland geben zu wollen. Deutschland ist tatsächlich einiges größer als die Schweiz. Aber man darf nicht vergessen, die Schweiz ist kein Kleinstaat, vor allem wirtschaftlich nicht. Natürlich sind wir klein von der Bevölkerung, aber die Schweiz hat viele multinationale Firmen, einen bedeutenden Finanzplatz, ist an der Schnittstelle von verschiedenen Kulturräumen, also im deutschen Kulturraum, wo wir uns befinden, trotz Dialekt, aber durch Französisch und auch Italienisch. Also es ist keine kleine Volkschaft wie nur ein Stadtstaat. Ich denke, nein, tatsächlich sind diese föderalistischen Elemente mit einer Mitbestimmung der Stimmbürger und eben auch einer Kompetenz der Gliedstaaten, nicht nur bei den Ausgaben, sondern auch bei der Einnahmenstruktur Akzente zu setzen, schon für größere Staaten auch anwendbar. Weil eben gerade größere Staaten wie Deutschland selber eine föderale Struktur kennen. Ich denke zum Beispiel auf Stufe Gemeinden oder auf Stufe Bundesländer, die ja dann nicht in der Größe mit der Schweiz vergleichbar sind, wären solche Instrumente durchaus denkbar. Nochmals, die ganze EU befindet sich ja in einem gewissen Steuerwert der einzelnen Länder miteinander. Also diese Elemente hat man in verschiedenen Körperschaften von verschiedener Größe und da
daher würde ich denken, dass für Deutschland als Gesamtes, ob jetzt das dann mit einer direkten Mitbestimmung des Volkes auf Bundesebene passieren soll oder nicht, aber diese Instrumente wie Steuerwettbewerb und vielleicht dann auf unterer Ebene, also wie Bundesländer, auch mit einer stärkeren direkten Mitbestimmung des Stimmbürgers und Stimmbürgerin durchaus möglich. Kommen wir zur letzten Frage, Reto. Angenommen, du triffst zufällig den neuen deutschen Finanzminister Olaf Scholz von der SPD, der ja seit März im Amt ist, und du hast 2 Minuten Zeit. Was würdest du ihm denn für Empfehlung geben, was er denn vom Schweizer Steuersystem übernehmen könnte oder zumindest nachdenken sollte, dass er etwas übernehmen könnte? Ja, ich würde ihm natürlich zunächst gratulieren zum neuen Amt. Und ich denke, Olaf Scholz wäre vielleicht auch sogar noch empfänglich als von seinem Hintergrund in Hamburg, der hanseatische Hintergrund, der auch einen gewissen merkantilen Charakter hat. Ich denke, ich würde ihm demütig empfehlen, dem Wettbewerbselement der Steuern eigentlich mehr Glauben zu schenken. Es ist eben nicht so, wie oft gemeint wird, dass eine attraktive Steuerpolitik mit einem Abbau automatisch öffentlicher Leistungen verbunden ist. Im Gegenteil, oftmals steigt dann auch das Verständnis für öffentliche Leistungen, auch der Wille, hochqualitative öffentliche Dienstleistungen anzubieten oder auch gut bezahlte Jobs in der öffentlichen Hand zum Beispiel zu haben, weil man natürlich auch qualifizierte Personen da braucht. Also ich würde ihm, um auf eine Hauptbotschaft zu beschränken, ich würde ihm empfehlen, anzuschauen, wie zwischen den Bundesländern Elemente eines Steuerwettbewerbs eingeführt werden können, dass es den Bundesländern erlaubt, eben sich als attraktive Länder auch mit dieser Dimension zu positionieren. Weil gleichzeitig ein Finanzgleich besteht, ist keine Gefahr, dass der Steuerwettbewerb ad absurdum getrieben würde. Auf das Gegenargument, dass natürlich dieser Steuerwettbewerb nur den Starken zugute käme, würde ich antworten, ja, einerseits ist es für Deutschland ein Vorteil, wenn die Starken, ich denke jetzt an Bayern oder süddeutsche Baden-Württemberg, die starken Bundesländer eben Steuersubstrat international für Deutschland holen können, mit den Firmen, die dann eben auch Arbeitsplätze schaffen. Und das Zweite, was oft vergessen wird, eine mehr Freiheit in der Steuerpolitik, man sieht das sehr gut in der Schweiz, an abgelegenen Kantonen, führt eben dazu, dass Bundesländer oder eben auch Gemeinden, die kein natürliches Zentrum haben oder die eher etwas peripher sind, die haben oft gar kein anderes Instrument als attraktive Steuern, um überhaupt Firmen oder gute Arbeitsplätze anzuziehen. Sie sind ja sowieso schon im Nachteil, weil sie sind nicht Berlin, sie sind nicht Frankfurt oder München. Tiefere Steuern, und das sieht man auch empirisch, kleinere Staaten, kleinere Bundesstaaten haben oftmals tiefere Steuern, weil es ein Instrument ist, diesen Peripherienachteil etwas wettzumachen. Also Steuerwettbewerb ist damit auch eine gute Regionalpolitik. Lieber Reto, vielen Dank für deine Zeit und das sehr spannende Gespräch. Ich wünsche dir alles Gute, weiterhin viel Erfolg, beruflich, aber auch privat. Dankeschön. Michael, vielen Dank für das Gespräch. Hat mich gefreut. Vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Ich hoffe, du hast diese Folge des Deloitte Future Talk genauso genossen wie ich. Wenn dir die Folge gefallen hat, leite sie doch bitte weiter an deine Freunde oder Geschäftskollegen. Und was ganz wichtig ist, bitte abonniere diesen Podcast, dann verpasst du auch keine Folge mehr. Du kannst dies auf iTunes, Spotify, SoundCloud oder auch auf YouTube tun. Details und Links dazu findest du in den Shownotes. Das sind die schriftlichen Informationen bei jeder Episode, beispielsweise auf iTunes oder Spotify. Dort gibt es übrigens auch ganz tolle zusätzliche Informationen rund um das heutige Thema. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, nimm dir doch bitte auch eine Minute deiner Zeit und bewerte ihn. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag, eine erfolgreiche Woche. Bis zum nächsten Mal.